Dortmund. Seit mehr als 12 Jahren arbeiten Berater und Ex-Profi Dirk Hebel und Marco Reus schon miteinander. Ich glaube, da ist einfach ein gegenseitiges Vertrauen und ich hoffe, dass es dann auch über die Fußballkarriere hinaus auch bei der Freundschaft bleibt. Na? Was ist, alter Mann? Nichts. Alles gut. Ja? Alles gut. Trotz aktuell einmal mehr einer Verletzungspause, das Geschäft rund um die Marke Marco Reus mit inzwischen 8,1 Millionen Follower. Allein auf Instagram muss natürlich weitergehen. Wir haben auch schon einen großen Vertrag für Marco abgeschlossen. In Richtung EM werden auch verschiedene Shootings speziell für die EM gemacht. Das heißt also, da sind schon deutliche Ausschläge zu erkennen und auch zu merken, die man auch in diesen Alltag von Marco dann noch einpacken muss. Ein Spot mit Marco Reus ist gerade produziert worden für eine Kinderheimorganisation. Es ist schon so, dass eine Marke sich im Laufe der Zeit auch ein bisschen verändert. Marco steht natürlich für Bodenständigkeit. Er steht dafür, dass er für einen Verein, nämlich den BVB, steht, obwohl er Angebote hatte aus ganz Europa, von allen Top-Mannschaften dieser Welt. Dazu kommt natürlich sein Spielstil, schnell, technisch stark, mit sehr viel Raffinesse. Und gerade die Marken, die diese Attribute brauchen, ihn als Werbepartner auch sehr interessant finden. So etwas hilft dem Image. Reus ist die Hilfe für bedürftige Kinder aber auch sehr wichtig. Insgesamt verdient der Stürmer aber über 3 Millionen Euro mit Werbung im Jahr. Ich spiele gerne mit Kindern. Ich habe ein eigenes Kind, was noch nicht so, sage ich mal, viel spielen kann, aber ja. Köln, Backoffice der größten deutschen Spielerberatungsagentur. Videoszenen aufbereiten für die Spieler von insgesamt 84 Klienten, die das gerne möchten. Oder diejenigen, die im Fokus von Vereinen stehen, wie etwa Leipzigs Verteidiger Upamecano. Angeblich sind die Bayern für den Sommer interessiert. Auch eine von zahlreichen Tätigkeiten von Spielerberaterfirmen. Aber da hört die Betreuung längst noch nicht auf. Egal, ob es irgendwelche Besorgungen sind, wenn man zum Beispiel alleine wohnt, gibt es bestimmte Fälle, wo man zu spät vielleicht Lebensmittel einkauft oder Urlaube bucht oder sonst irgendwelche Sachen. Kann aber auch mal sein, dass man einfach, das ist mir auch zum Beispiel mal passiert, am 31.12. eine Spielerfrau aus Australien rausholen muss, weil der Flieger nicht geht und die Frau unbedingt nach Hause möchte. 40 Millionen Euro hat allein die Kölner Agentur laut Forbes-Liste im letzten Jahr an Provisionen für ihre Kicker wie etwa Marco Reus oder auch den Augsburger Philipp Max kassiert. Ist das gerechtfertigt? Der Fußballmarkt insgesamt wächst. Klar, dass da auch prozentual die Provisionen steigen. Das ist für mich, wenn du viel Geld verdienst, auch ein Resultat von Erfolg. Marco Reus ist seit seinen Profianfängen mit 17 in Aalen bei Dirk Hebel. Aber mittlerweile beginnt man in der Branche immer früher, Kinder zu kontaktieren, auch mit Geldzahlungen an deren Eltern. Man bekommt es immer wieder mit, dass Mitbewerber von uns teilweise an 12-, 13-jährige Spieler rangehen. Ich halte das für höchst unseriös. Wir sollten alle gemeinsam versuchen, Regeln zu finden, die Vereine und die seriösen Berater, um diese Auswüchse zu verhindern, weil diese Auswüchse verhindern nachher Karrieren. Mit Beginn des 17. Lebensjahres, so hat es die Vereinigung Deutscher Spielerberater beschlossen, dürfen Verträge getroffen werden. Zumindest in Deutschland. Die Inhalte der Vereinbarungen sind natürlich Verschlusssache. Die FIFA möchte die Provisionen deckeln. Ein Berater darf wohl bald nur noch 3% vom Verein und weitere 3% vom Spieler bekommen. Auch die Beraterlizenz, die 2015 abgeschafft worden ist, soll wohl wieder eingeführt werden. Das Geschäft soll so seriöser werden. Wenn man 19, 20 ist, hat man einfach keine Ahnung davon und da haben die Eltern auch keine Ahnung davon. Und von daher ist es wichtig, dass man jemanden hat, auf den man einfach vertrauen kann. Und bei mir in meiner Karriere lief auch nicht alles gut und erst dann weiß man wirklich, wie wichtig so eine Person in einem Leben sein kann. Viele Vereine sehen die Branche trotz der hohen Provisionen, die sie zahlen müssen, nicht so negativ. Mainz Sportvorstand Rufen Schröder etwa sagt, ohne Berater funktioniert das ganze Fußballgeschäft nicht. Ihm helfen sie, parallel zum aktuellen Kader die Zukunft vorzuplanen, sagt er uns schon im Sommer. Wir haben ja immer wieder auch unsere Schattenmannschaft, die wir auch haben. Das heißt, wenn ein wichtiger oder wenn ein Spieler wegbricht aus dem Kader, dass wir gleichzeitig auch wieder gedanklich nachlegen können.
Der Berateralltag, eine randvolle 6- bis 7-Tage-Woche. Trotzdem, und das geben Sie hier in Köln zu, leben Sie mehr als gut von dem Job, einem Traumjob für viele. Weil ich schon finde, dass uns auf Deutsch gesagt die Sonne hinten rausscheint und wir irgendwo alle die Verantwortung haben, ein bisschen was zurückzugeben. Viele von uns kommen aus einfachen Verhältnissen, ich persönlich ja auch. Zurück in Dortmund. Marco Reus möchte eine eigene Stiftung gründen für benachteiligte Kinder. Dafür sucht der Stürmer Hilfe bei Berater Dirk Hebel. Dass du dich selbst drum kümmerst, wirst du dich nicht mehr retten können. Das ist auch dann irgendwo ein zeitliches Problem. Du wirst es gar nicht alles lesen können. Und nachher geht der Fall verloren in einem Wust an Leuten, die es eigentlich nicht verdient haben. Also verdient ist das falsche Wort, aber du hast ja eine Idee. Du willst ja Kindern helfen. Genau. Ja? Und deswegen müssen diese Fälle genauestens vorkontrolliert sein. Ja, ja, das ist das. Hebel und Reus. Angefangen hat alles in der A-Jugend bei Rot-Weiß Aalen. Er hat mir damals mal gesagt, dass er eigentlich jemand anderes beobachten wollte. Und dann war es wohl so, dass ich einen guten Eindruck hinterlassen habe. Zumindest bevor ich die rote Karte kassiert habe. Und habe dann quasi eine Auswechselbank. Da ist so ein Plastik immer drumherum, habe ich dann irgendwie kaputt getreten. Und ich wollte es natürlich dann bezahlen. Und dann habe ich aber hinterher erfahren, dass es Dirk dann gemacht hat. Hebel hat Reus Talent erkannt. Okay. Der Spieler hat sich über 12 Jahre entwickelt und mit Hilfe des Beraters ist eine der Top-Marken in der Bundesliga aus ihm geworden. Sicher, bei aller zum Teil auch berechtigten Kritik am Berufsstand Berater, eines der positiven Beispiele.